1,21 Gigawatt. 1. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Ich stehe. Wahnsinn. Heute, ich habe es angekündigt, ich bespreche jetzt in 3 verschiedenen Videos die Zurück in die Zukunft-Reihe. Back to the Future. Die Zurück in die Zukunft-Filme haben die zweite Hälfte der 80er eingenommen. Und der letzte Teil, soweit ich weiß, kam 1990 raus. Jetzt geht es allerdings um den ersten Zurück in die Zukunft aus dem Jahre 1985. Der Film spielt auch 1985, allerdings nur in der Rahmenhandlung. Worum geht es in Zurück in die Zukunft? In Zurück in die Zukunft geht es um Michael J. Fox. Der spielt Marty McFly, ein Junge, der jetzt nicht unbedingt so erfolgreich ist in seiner Heimatstadt Hill Valley. Der hat eine Freundin, der hat so einen Vater, der so ein bisschen Loser ist, der hat eine Mutter, die säuft, der hat so Geschwister, die jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind. Did you get it? Ei. Und er hat einen komischen Freund, der ist viel älter als er. Er ist der Wissenschaftler Dr. Emmett Brown, den er einfach nur Doc nennt. Alles klar, Dr. Emmett Brown ist auch so ein bisschen so ein Versager, weil er andauernd Dinge versucht zu entwickeln, die am Ende nicht funktionieren. Aber das sollte sich jetzt ändern, denn er hat es tatsächlich geschafft, eine Zeitmaschine zu bauen. Und nicht nur das, er hat diese Zeitmaschine in ein Auto gesetzt. Und zwar in französische Firma ist das, glaube ich, einen DeLorean. Ein DeLorean ist das ikonischste Auto der Filmgeschichte, meines Erachtens. Und das wäre ein großer Traum für mich, einfach mal einen DeLorean zu besitzen. Den würde ich dann wahrscheinlich nicht so auffrisieren, aber allein schon diese Flügeltüren zu haben und mit einem DeLorean durch die Straßen zu fahren, das wäre schon was. Die kosten allerdings mittlerweile so um die 40.000 Öcken. Das heißt, kann ich vergessen. Alles klar, worum geht es? Christopher Lloyd spielt diesen Dr. Brown und er lädt Marty ein, eines Nachts auf einen Parkplatz zu kommen, denn er will ihm dann seine neue Errungenschaft präsentieren. Dann läuft einiges schief. In der Filmsprache nennen wir das Shit Hits the Fan. Denn durch eine Zusammenreihung von Ereignissen kommt es halt dazu, dass Doc Brown erschossen wird von ein paar libyschen Terroristen, denen er Plutonium abgezwackt hat, weil nur so kann dieses Ding laufen. Jo, er wird erschossen und Marty springt in den DeLorean, um zu fliehen, aktiviert allerdings dabei aus Versehen die Zeitmaschine, die durch einen sogenannten Fluxkompensator betrieben wird. Supergeil. Und er landet wusch im Jahre 1955. Wieso 1955? Also ein ganz bestimmtes Datum hat Doc Brown eingegeben, weil er ihm gerade noch so erzählt hat, ja, in diesem Datum, da kam mir die Idee von der Zeitreise. Und er gibt es halt einfach in diesen Computer ein, um es visuell darzustellen. Aber da am blablabla Oktober 1955, da habe ich die Idee bekommen. Und weil das Datum immer noch im Computer ist und Marty über Hinz und Kunst da jetzt schnell abhauen muss und so, da hat er natürlich keine Zeit mehr, das Ding auszustellen, und dann landet er halt zu diesem Datum in seiner Stadt. Und jetzt befinden wir uns im Jahre 1955 und Marty ist gestrandet, denn das Ding funktioniert nicht mehr, hat ja kein Plutonium. Und was macht er jetzt? Naja, was er als erstes macht, er trifft auf seine Eltern und durch eine bizarre Aneinanderreihung von Ereignissen ist es dann so, dass sich seine Mutter nicht mehr in seinen Vater verliebt, sondern in ihn selbst. My mother got the hearts for me. Er weiß jetzt eigentlich nur von einer einzigen Person auf der ganzen Welt, die ihm helfen kann. Nämlich den 30 Jahre jüngeren Dr. Brown, den er dann auch aufsucht. Und jetzt gibt es 2 Dinge, die passieren müssen. Und zwar, da er die Romanze seiner Eltern quasi im Keim erstickt hat, ist jetzt seine Existenz in Gefahr. Auf der anderen Seite muss er auch wieder zurück in die Zukunft. Und das geht nur durch einen Blitzschlag, denn waffenfähiges Plutonium kann man wahrscheinlich nicht einfach so kaufen oder klauen. Auch nicht in den 50ern. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Naja, man muss halt einen Blitz quasi in diesen Fluxkompensator leiten und dann, fupp, kann man wieder in die Zukunft fahren. Wie geht das? Naja, durch Zufall hat Marty noch so ein kleines Papierchen dabei, einen Flyer, denn die Rathausuhr von der Stadt, in der er wohnt, Hill Valley, wurde vor
an dem Abend natürlich, an dem gleichen Abend natürlich von einem Blitz getroffen und seitdem funktioniert diese alte Uhr nicht mehr. Und aus dem Grund sagt er, ja, wir wissen, wann ein Blitz einschlagen wird. Und dann ist der Plot quasi gesetzt. So, der Film ist von Robert Zemeckis. Den kennt ihr vielleicht aus jüngeren Filmen wie der Polarexpress oder Monster House hat er auch gemacht. Der hat sich immer so ein bisschen in die Richtung von Animation gewagt, hat allerdings auch noch andere Filme gemacht. Keine Sorge. Aber damit ist er halt sehr bekannt geworden. Produziert wurde der ganze Schmonz von Steven Spielberg, niemand anders als Steven Spielberg. Und das merkt man. Was ist jetzt an diesem Film so besonders? Alles. Dieser Film ist von vorne bis hinten super. Das ist einer dieser Filme, die man sich immer wieder anschauen kann. Und ich finde auch, er hat an Glanz nicht verloren. Und es ist halt auch der Story gegeben, dass dieser Film nicht altert. Denn es spielt ja im Jahre 1985. Erst wenn man dann im zweiten Teil in die Zukunft reist, ins Jahre 2015. Und dann sieht man den ganzen wacky Shit, den sie sich ausgedacht haben, was halt passieren könnte. Da haben sie sich übernommen, aber dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Der Film hat super Dialoge, die Kameraführung ist 1A, das Set-Design ist sowas von liebevoll, weil man halt immer diese ganzen Kniffe sieht, wie jetzt zum Beispiel das in der Vergangenheit war und wie es in der Zukunft bzw. in Martys Jetztzeit ist und welche Ereignisse halt dazu führen, dass er halt dann quasi eine andere Zukunft kreiert, weil er halt jetzt zurückgereist ist in die Vergangenheit und dann den ein oder anderen Mist baut und aus dem Grund halt die Zukunft beeinflusst. Dann gibt es grandiose Musik von Alan Silvestri, den kennt ihr wahrscheinlich, der hat den Avengers Soundtrack gemacht. Und da nur eine kleine Randnotiz, da ich ja selber auch für Kurzfilme die Musik schreibe und so, also komponiere, weiß ich halt, wie Töne funktionieren und er hat seinen Zurück in die Zukunft Soundtrack ein bisschen recycelt für The Avengers. Also vor allem dieses und man hat da bei den Avengers bisschen an der Länge was getan und whatever, nur eine kleine Randnotiz. Alles klar, was macht diesen Film auch noch so super? Der Film weiß sich zu präsentieren und eine Story zu erzählen, mit der wir uns alle verbinden können. Denn es ist ein klassischer Coming-of-Age-Movie. Das heißt, du hast einen Protagonisten, der ist nicht unbedingt vom Glück gesegnet. Und dann kommt eben ein Ereignis, was seinen Horizont übersteigt. Eben diese Zeitreise und der ganze Shit, den er dann da tun muss. Und am Ende kommt er als eine gestärkte Person heraus. Das heißt, wir haben eine Charakterentwicklung und das nennt man Arc in der Filmsprache. Und dieser Film hat das. Dieser Film hat das von vorne bis hinten. Man sieht die Entwicklung, die Marty durchmacht. Und das ist auch einer dieser Filme. Ich sage immer wieder, wenn ein Film The Lines hat, also bestimmte Dialogzitate, die man immer wieder zitieren kann, wie zum Beispiel 1.21 Gigawatt oder Straßen, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Aufwachen, McFly, aufmachen, aufwachen, McFly. Was ich immer früher falsch gehört habe, ich habe immer gesagt, er sagt, großer Gott! Nein, im Original sagt er nämlich, Great Scott! Und aus dem Grund sagt er im Deutschen, großer Scott! Aber das habe ich als Kind nicht gecheckt und ich habe immer gedacht, er sagt, großer Gott. Tschu. Was ich auch noch anmerken muss, ist das Make-up. Denn die Schauspieler, die seine Eltern spielen, sind genauso alt wie der Schauspieler Michael J. Fox zu dem Zeitpunkt. Die wurden dann für die Aufnahmen in 1985 halt geaged. Und das haben sie richtig gut gemacht. Du erkennst echt den Unterschied und es wirkt nicht mal wirklich aufgesetzt oder fake. Also da haben sie sich schon wirklich Mühe gegeben. Und der Film ist gespickt mit Nuancen. Das macht die Figur, das macht die Figur dann später. Und aha, weil die Figur an dem einen Abend, das ist dem ist dann das passiert. Und das hat dann quasi der Beginn einer Entwicklung in die Zukunft hinein. Wie zum Beispiel, man erfährt im Jahre 1985, dass Marty einen Knastbruder namens Joey hat. Onkel Knastbruder Joey wird er, glaube ich, genannt. Also Onkel Joey ist im Knast und dann ist er im Jahre 1955 und trifft halt seinen Onkel Joey, aber da ist er halt ein Baby
Und er ist dann in so einem kleinen Laufgitter und dann sagt halt Marty so, haha, gewöhn dich schon mal an die Gitterstäbe, Freundchen. Und sowas ist einfach clever und so Nuancen halt, was man halt 1955 noch nicht wusste. Wenn dann zum Beispiel so ein Sketch läuft im Fernsehen, die haben einen Fernseher und dann sagen sie so, ja, pff, klar, wir haben auch einen Fernseher, wir haben sogar zwei. Das war doch nur ein Scherz, kein Mensch auf der Welt hat zwei Fernseher. Und dann kommt halt ein alter Sketch, den Marty noch kennt und er sagt, ach, der lief bei uns als Wiederholung. Und dann sagen sie halt, was, das ist brandneu. Und das sind alles so kleine Kniffe, die halt der ganze Film, die den ganzen Film ausmacht. Und das ist richtig super. Und dann haben wir noch einen großartigen Bösewicht, Biff Tannen, der dann auch eine Entwicklung durchmacht. Denn, Spoiler Alert, Marty schafft es natürlich, seine Eltern wieder zusammenzubringen und zurück in die Zukunft zu reisen. Und das hat allerdings auch einen sehr großen Einfluss auf Biffs Leben. Und das ist halt richtig, richtig schnieke, wenn man sowas hinbekommt. Aber jetzt müssen wir noch den Elefanten im Raum ansprechen. Elephant in the Room? Gibt's das auf Deutsch? Ich glaube nicht. Und zwar Zeitreisen sind Bullshit. Das macht den Film allerdings nicht schlecht, denn die Intralogik des Films muss funktionieren. Und dann, wie gesagt, keiner von euch hat gefragt, wie der Koffer in Inception funktioniert. Und zwar, du musst mit diesem Auto, mit aktiviertem Fluxkompensator, musst du 88 Meilen in der Stunde fahren, erst dann kannst du durch die Zeit reisen. Super Zitat an der Stelle aus der englischen Version. If my calculations are correct, and this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Die deutsche Synchro, die hat hier und da so ihre kleinen Mängelchen. Deswegen würde ich euch empfehlen, den Film mal im Original zu gucken. Wenn euch die zu schnell reden oder zu geslangig, dann macht's einen englischen Untertitel ein und das rettet alles. Der Film wird dadurch besser. Keine Frage. Wenn man einen Film macht, dessen Plot eine Zeitreise ist, dann fällt man ungewollt und unweigerlich in eine Pfütze aus Logiklöchern. Das ist ganz normal. Zum Beispiel einer der größten Facts, die man halt, ja, mein Gott. Marty geht in die Vergangenheit zurück und verhindert quasi, dass seine Eltern sich verlieben. So, jetzt kommt's. Er müsste eigentlich sofort aufhören zu existieren. Wenn die Eltern nicht zusammen sind und er hat quasi die Zukunft noch nicht geändert, ihr merkt, es ist er hat ja quasi die Zukunft gerade geändert. Er hat seine eigene Existenz revidiert. Das ist dieses Grandfather, ich glaube, das heißt Grandfather's Syndrome. Ihr stellt euch vor, ihr reist in die Vergangenheit und erschießt euren eigenen Großvater. Ihr verschwindet sofort, weil ihr quasi euren Erzeuger getötet habt. Also den Erzeuger eures Vaters oder eurer Mutter. Und die Kausalkette kann dann nicht in Kraft treten und aus dem Grund, fupp, verschwindet ihr. In dem Augenblick, wo er quasi den natürlichen Lauf der Dinge unterbricht und die beiden kommen jetzt nicht zusammen, müsste er rein theoretisch verschwinden sofort, weil er hat die Zukunft geändert. Also er kann da niemals erwachsen werden, er kann da niemals geboren werden, er kann niemals in den DeLorean steigen und er kann niemals zurückfahren in die Vergangenheit und jetzt kommt das Nächste, er könnte dann eigentlich auch rein theoretisch das nicht verhindert haben, dass die beiden sich verlieben. Und das ist dieser ganz große Kniff. Allerdings, wir kommen zu ganz großen Logiklöchern, wenn es dann um Teil 2 und vor allem Teil 3 geht. Aber wie gesagt, dieser Film ist ein Gewinner. Ich empfehle ihn aus ganzem Herzen. Schaut ihn euch an, schaut ihn auch auf Englisch an. Die Performances, die Musik, die Regie, die Story, alles ist super. Das ist einer dieser Filme, die man gesehen haben muss. Alles klar, dann bin ich durch mit meiner Kritik zu Zurück in die Zukunft 1. Wir sehen uns dann zum nächsten Film. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.